Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge COD4. Wir spielen mit der G36C mit Rotpunkt, wie sie gewünscht von EGG Trigger. Mal auf der Map. Ambush. Die Map, die ich wirklich hasse. Eigentlich hasse ich sie nicht. Sie ist eine ganz okay Map. Um es ehrlich zu sagen, geht sie auch manchmal. Nur zu 80% ist diese Map eine sehr nervige. Aus ein paar einfachen Gründen. Spring über mich. Finde ich lustig. Aus ein paar einfachen Gründen. Und zwar ist diese Map sehr, sehr anfällig für Helikopter. Für Luftschläge. Also es kann passieren, man haut einen Luftschlag hier raus und tötet einmal das gesamte Team. Der Punkt, wo in dem ich gerade bin, ist einer der Spots, wo einigermaßen safe ist. Klar, vor einem Heli kann man nichts machen, man kann sich nicht vor dem Heli wirklich verstecken. Man kann das hier machen. Sehr nützlich für Granaten. Falls Granaten ein Problem sein sollten. Vergiss es. Springen wir voll in das Ding rein. Klick. Wenigstens mal ein Dreierkill geholt. Wie gesagt, es ist sehr schwer, die Map hier einigermaßen okay zu spielen. Und normalerweise haut man die Map okay durch, wenn man sich einen guten Campspot sucht. Wirklich schwer an der ganzen Geschichte hier ist es, mit einem Sturmgewehr zu spielen, wenn man sich einen Campspot rauspickt. So wie ich jetzt. Holy fuck, hat er mich gerade erschreckt. Weil man keine Sniper hat. Der Kerl hier hat einen Sniper. Fuck you, Mann! Ich habe gerade meinen Luftschlag versucht zu holen. Wir hauen ihn da drauf. Luftschlag nicht verfügbar. Klar, hat sich wieder irgendein anderer den Luftschlag gesichert. Wo denn bitte? Yeah. Krieg ich jetzt meinen Luftschlag, bitte? Wetten, ich treffe nichts. Rein gar nichts. Ah, okay. Eigentlich müsste ich sterben, um mir nochmal einen Luftschlag zu holen. Der ist definitiv effektiver als alles andere. Mit dem Helikopter bin ich nicht unzufrieden, um das so zu sagen. Aber auch nicht wirklich zufrieden. Goddammit, alles unser. Du musst ja immer mit dem Schlimmsten rechnen, natürlich kann der Kerl drin. Gerade wird der Helikopter von uns nicht runtergeholt. Manchmal versuchen sie auch die Helis einfach zu lassen, so wie es aussieht. Hab nichts dagegen, ich würde gerne meinen rufen, dann mit einer Tube, natürlich, mit einer Tube. Ich würde gerne meinen rufen, um ehrlich zu sein. Der Kerl kämpft ja immer noch dran, das ist unglaublich. Ah, ja klar. Es ist nicht so, dass ich gerade mein Heli rufen wollte, Deutz. Ernsthaft? Die übergeht mich.
Ich habe geklickt und 10 Sekunden danach kommt Ding. God damn it. Sniper, jetzt wird's gerade beschissen, irgendwas zu finden. Aber die Runde ist gleich vorbei. Immerhin, Nick, der noch geholt. Und ein Sniper holt mich. Wie gesagt, auf der Map auch viele Glitches vorhanden noch. Harmlose bis verdammt böse. Naja, wir haben verloren. Ich bedanke mich auf jeden Fall für den Wunsch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Schreibt mir eure Wünsche in die Comments. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.